Also was mir bei dieser Geschichte unglaublich wichtig ist, ist, dass man als Zuschauer verstehen kann, wie es überhaupt möglich ist, dass eine Frau wie Salome existiert. Also dass das nicht etwa eine blutsaugende Vampirin ist, sondern eine liebende Frau, die aus der Verletzung heraus zu diesem extremen Entschluss kommt. Sowohl das Schauspiel von Oscar Wilde, dann das Libretto, was Strauss daraus gemacht hat, und die Partitur ist aus theatralischer Sicht und aus musikalischer Sicht extrem radikal. Und wenn man es schafft, das musikalisch und schauspielerisch intensiv und mitreißend darzustellen, und wir haben hier im Wuppertal wirklich eine ganz bezaubernde Besetzung, dann ist das ein unglaubliches Musiktheatererlebnis.